euch hier. Das ist nämlich die Küche, die ihr in Zukunft häufiger sehen werdet, wenn ihr hier meine Rezeptvideos schauen möchtet. Ich bin nämlich umgezogen, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und heute habe ich für euch ein Rezept passend zu Ostern. Nämlich machen wir heute zusammen eine Eierspeise. Die Veganerin kocht Eier, natürlich nicht mit richtigen Eier, sondern ich zeige euch eine vegane Alternative, die ihr in euren Familien, zu eurem Familien-Osterfest vielleicht machen könnt. Und zwar zeige ich euch ein veganes Rührei mit Räuchertofu. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Das Ganze ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Ich würde sagen, wir legen gleich los und hoffe, es schmeckt euch. Ich habe schon gesagt, Räuchertofu. Ihr könnt aber auch normalen Tofu nehmen, das ist Geschmackssache. Der Räuchertofu schmeckt halt schon ein bisschen, keine Ahnung, Eier, isst man ja oft zusammen mit Speck, deswegen habe ich eben gefunden, das passt. Dann braucht ihr einen Schuss Sojamilch. Könnte man auch weglassen, jedoch wird es nicht ganz so trocken mit einem Schuss Sojamilch. Könnt auch Sojasahne nehmen, aber ich denke, Sojamilch haben wir noch eher zu Hause. Wir brauchen eine Zwiebel und dann optional könnt ihr natürlich da reinmachen, was ihr wollt. Ich nehme ein bisschen Champignons. Ich empfehle euch, Petersilie und Schnittlauch damit reinzumachen. Dann brauchen wir ein bisschen Kurkuma-Pulver, um die gelbe Farbe vom Rührei nachzumachen. Und was ich jetzt sehr wichtig finde, dass es halt dem Rührei-Geschmack super, super ähnlich ist, ist Kala-Namak-Salz. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Das ist ein Salz aus dem, ja, es ist ein ayurvedisches Salz und das riecht so ein bisschen eiermäßig. Schon nur, wenn man am Salz riecht, ohne dass da noch irgendwas anderes mit dabei ist. Ja, dieses Kala-Namak-Salz, das habe ich mir hier abgefüllt in einer kleinen Tasse. Ich bin mir aber sicher, dass die meisten meiner Zuschauer das noch gar nicht kennen. Deswegen blende ich euch hier gerne kurz einen Screenshot ein und verrate euch natürlich auch, woher ich das habe. Das habe ich von myfairtrade.com gefunden. Und das ist ein Online-Shop, der kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wie es der Name schon sagt, Fairtrade-Produkte, Bio-Produkte, ein extrem großes Sortiment an veganen Produkten. Also ich habe da auch sehr viele tolle vegane Haarprodukte gefunden zum Beispiel. Und ja, habe ich da gerade ein bisschen eingedeckt. Aber jetzt würde ich sagen, wir legen los. Es soll schließlich veganes Rührei geben. So, als erstes beginnen wir mit dem Tofu. Jetzt mache ich den als erstes mal mit einer Gabel. Ganz einfach klein. Wenn ich den Tofu erstmal klein gemacht habe, gebe ich da eine Zwiebel dazu. So, die gehackte Zwiebel kommt dann zum Tofu. Also, währenddem der Tofu mit der Zwiebel anbratet, mache ich da schon mal ein paar Pilze ready. Die möchte ich da auch mit rein machen. So, der Räuchertofu, die Zwiebel und die Champignons habe ich drin. Jetzt als nächstes kommt ein Schuss Sojamilch oder Sojasahne, wenn ihr mögt, hinzu. Ich mache einmal Kurkuma hinzu, dass ich die gelbe Farbe hinbekomme und ein bisschen von diesem Kala-Namak-Salz. Das riecht schon so eiig. Kann ich jetzt hier mein falsches Ei servieren? Mache hier noch so ein bisschen Schnittlauch mit rein. Genau, und so. Ich meine, vergesst nicht, Ei an sich. Klar, das ist ein Eigengeschmack. Dafür haben wir ja dieses spezielle Salz eingebaut, was sehr eiermäßig riecht. Aber vergesst nicht, sonst ist ein Rührei, schmeckt das ja so, wie es schmeckt, wegen all den Geschmacksträgern, die wir da reinmachen. Also Champignons und dann Gewürze, also Salz, Pfeffer, Schnittlauch, Petersilie, Tomaten, was auch immer ihr da reinhaben möchtet. Ja, und wenn ihr das wirklich alles da reinmacht, kommt ihr wirklich dem herkömmlichen Rührei sehr nahe.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer gerne noch mehr zu diesem Thema möchte, gerade speziell Kochvideos, meine Lieblingsrezepte, mein Trainingssystem, alles rund um meinen Fitness-Lifestyle, der schaut am besten mal bei anjaslifestyle.com vorbei. Das ist meine Mitgliederplattform nur für Frauen. Und da findet ihr noch mehr zu dem Thema verlinkt unter der Infobox. Und ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss zusammen und eine gute.